Donnerstagabend wird es musikalisch im Kolpinghaus in Vechta. Denn dann proben hier die rund 60 Mitglieder vom Kolping-Orchester Vechta. Auch Musikneulinge sind hier willkommen und vor allem im Bereich der tiefen Instrumente wird im Moment Verstärkung gesucht. Dabei gibt es von den Musikern mit Erfahrung Unterstützung. Wir haben auch für Neulinge ganz, die können bei uns auch das Musikinstrument mitlernen. Klar müssen sie nebenbei noch ihren Unterricht nehmen, den können wir hier nicht komplett stellen, aber wir führen sie mit ans Instrument ran, wir helfen ihnen, unterstützen sie. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, auch von vornherein auch ruhig in ein Orchester mit reinzugucken. Gar kein Problem. Das Kolping-Orchester Vechta blickt auf eine lange Tradition zurück. Gründungsjahr ist 1928. Auch heute sind die Musiker eng mit der Vechtaer Geschichte verbunden. Die Stimmung ist gut, ja, sehr gut. Zwischen Alt und Jung, das stimmt schon. Ja. Ja, die Stücke, die werden danach ausgesucht, dass das alle so einigermaßen die Stücke mögen, dann klappt das schon. Doch beim Proben allein bleibt es nicht. Es gibt mehrere Auftritte im Jahr, auf die hingearbeitet werden kann. Das ist für die Entwicklung der Musiker auch sehr wichtig. Man probt und probt und am Ende ist das große Konzert, wo man dann auch wirklich alles zeigen will, was man kann. Und man ärgert sich dann auch im Konzert über jeden kleinen Fehler, den man macht. Aber am Ende, wenn dann alle applaudieren, dann ist man wirklich froh. Und dann freut man sich auch auf die nächste Vorbereitung für das nächste Konzert. Und so hangelt man sich auch wirklich von Konzert zu Konzert. Also es macht wirklich unheimlich viel Spaß. Die Musiker vom Kolping-Orchester unternehmen auch gemeinsame Reisen. So geht es zum Beispiel im Herbst 2017 nach London. Was hier auffällt, ist die Mischung aus jüngeren und älteren Musikern. Hier rücken mehrere Generationen zusammen. Ja, in der Gruppe ist das immer, so Gruppen ist es immer gut, wenn die das lernen, so in der Gruppe fertig zu werden. Und es macht Spaß in der Gruppe und kommen nicht auf schlechte Gedanken, wenn sie irgendwo in der Gruppe sind. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.kolpingorchester-vechta.de.